Yay, es ist soweit, die nächste Morgenshow ist da und du bist wieder mit dabei und das finde ich grenzgenial. Also schreib mir gleich mal, von wo aus du zuschaust, ob es dein erstes Mal in der Morgenshow ist, ob du Wiederholungstäter bist, ob du live bist oder ob du dir gerade das Replay ansiehst. Gestern hatte ich mit einer meiner Kundinnen in einem meiner Programme in Double Double eine spannende nicht Diskussion, aber ein spannendes Thema einfach, weil es ging darum, dass sie sich Business-Ziele setzt, die sie nicht erreicht, aber private sportliche Ziele setzt, die sie erreicht. Und sie hat das einfach kurz geschildert und ding, 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 für mich war sofort klar, warum erreicht sie das eine und warum erreicht sie das andere nicht. Wenn du dir immer wieder Ziele setzt, wo du merkst, oh Mist, ja, das erreiche ich nicht, das schaffe ich nicht, da komme ich nicht hin, und du schon langsam dabei bist, an dir zu zweifeln, ob du dir wirklich so große Ziele setzen solltest, ob du deine Ziele, deine Erwartungen nicht lieber weiter herunterschrauben solltest, ob es nicht besser wäre, quasi lieber ein kleineres Spiel zu spielen, als wirklich dieses Being bold and play big and dream big irgendwie umzusetzen. Dann ist diese Morgenshow genau für dich. Also, heute geht es darum, warum du deine Ziele nicht erreichst. Ich rede in der Morgenshow immer wieder über Business und wir reden hier immer wieder über Mindset. Und es gibt schon einige Morgenshows zum Thema Ziele erreichen, Ziele setzen, zum Thema Mindset rund um Ziele und Co. Heute möchte ich dir aber einen Aspekt mitgeben, der auch für mich extrem entscheidend dafür ist, ob ich mein Ziel erreiche oder nicht. Es hat nämlich immer damit zu tun, setze ich mir das Ziel des Zieles wegen oder setze ich mir das Ziel des Zieles wegen. Mit dem ersten Ziel meine ich, wenn ich immer wieder lese, dass so viele Menschen, die auch zu mir kommen, mir dann sagen, oh Karin, du, ich hätte auch gern so 10.000 Euro im Monat, das ist so mein Ziel. Und wenn du dann nachfragst, warum, weshalb, wieso, dann fehlt plötzlich die Begründung. Bei dieser Kundin gestern war es insofern sehr spannend, weil sie sagte, das eine Monat hatte sie sich als Ziel gesetzt, jeden Tag etwas für sich zu tun und jeden Tag laufen zu gehen. Egal ob 2 Kilometer oder vielleicht 18 Kilometer. Und siehe da, sie hatte in einem Monat 200 Kilometer geschafft. Wenn du Läufer bist, so wie ich, dann weißt du, was das bedeutet. Mein bisher stärkstes Laufmonat waren irgendwo so um die 100 Kilometer im Monat. Und deswegen weiß ich, was es bedeutet, 200 Kilometer im Monat zu laufen. Chapeau, Hut ab, Wahnsinn. So, warum hat das aber geklappt und warum haben so viele andere Businessziele nicht erreicht? Vielleicht hast du es gerade in dieser Formulierung schon gehört. Sie hatte sich ein Ziel gesetzt mit einem ganz klaren Warum. Und ihr Warum war, jeden Tag etwas für sich selbst zu tun. Und genau darum geht's. Wenn du dir ein Ziel setzt, nur des Zieles wegen, damit du etwas hast, auf das du zusteuern kannst, aber nicht definierst, warum du es tatsächlich möchtest, wirst du in den allermeisten Fällen kläglich daran scheitern. Nicht immer. Es gibt Ziele, die erreichen wir auch so. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken, weil das so Kindergartenziele sind. Also ich brauche mich nicht mal anstrengen und komme dorthin. Wenn dein Ziel ist, ich weiß nicht, 20 Mal in der Woche zu essen, ja, dann wirst du das einfach erreichen, weil du im Schnitt 3 Mal am Tag essen wirst. Und wenn es dir darum geht, deinen Umsatz quasi zu halten und dir das Umsatzziel, den Durchschnitt deiner letzten 6 Monate als neues Umsatzziel setzt, dann wirst du es erreichen. Du wirst dich nicht anstrengen müssen dafür, weil das hast du im Schnitt die letzten 6 Monate sowieso schon Monat für Monat geschafft. Ein Ziel zu setzen, aber das dich fordert, das dich pusht, das dich herausholt aus deiner Komfortzone, aus deiner Bequemlichkeit, aus deiner Lethargie, das dir dabei hilft, wieder dieses Feuer in dir zu spüren, das dich pusht, das dir Gänsehaut verursacht und Kribbeln am ganzen Körper, wo du Schweißausbrüche kriegst und du denkst, oh mein Gott, das grenzt an puren Größenwahn. Wenn es um diese Ziele geht, dann ist dein Warum so entscheidend. Da musst du dir wirklich klar werden, wieso willst du dieses Ziel erreichen? Und dann, wenn dieses Warum klar ist, kannst du dich jeden Tag wieder damit auseinandersetzen, kannst du dich jede Stunde wieder daran selbst erinnern, ob du dir einen Reminder auf deinem Handy setzt oder den Wecker stellst oder etwas anderes tust und wieder mit diesem Warum verbinden und sagen, okay, ja genau, und deswegen tue ich das und deswegen tue ich das und deswegen tue ich das.
Bei den meisten Menschen funktioniert das, wenn der Hut brennt, wenn echt Feuer am Dach ist, wenn der Arsch auf Grundeis sitzt oder Grundwasser, ist ja egal. Dann funktioniert das, weil dann müssen sie, dann ist der Druck so groß, dann ist das Warum so groß, dass sie plötzlich Gas geben. Und das ist jedoch dieser negative Druck, dieser negative Stress. Und vielleicht kennst du das bei dir auch, dass du sagst, oh, ich brauche diesen Druck, ich brauche diesen Pressure. Wenn es so eng wird, dann werde ich richtig gut. Und wenn ihm der Hut brennt, dann gebe ich plötzlich Gas. Hey, warum denn nur dann? Ganz ehrlich, du versetzt dich damit immer wieder in eine immense Stresssituation. Und das aber, wie gesagt, ist negativer Stress. Das ist nichts, worauf wir hinarbeiten. Und nach dieser Phase, wenn wir es dann wow, geschafft haben, jetzt können wir die Rechnungen wieder zahlen, jetzt können wir die Miete wieder zahlen, jetzt können wir, ich weiß nicht, den Kindergartenplatz oder die Strafe bezahlen oder den Kühlschrank wieder füllen. Wenn wir das dann geschafft haben, dann brauchen wir erstmal so eine Erholungsphase, weil holy shit, das war jetzt echt super anstrengend. Und genau das ist das, was dich dazu bringt, in dieser Pause zu bleiben und erst dann wieder Gas zu geben und erst dann wieder durchzustarten, wenn der Druck wieder groß genug wird. Wenn dein Warum dann nämlich groß genug wird. Wenn du jedoch immer wieder auf dieses Druck-Warum wartest, auf dieses Überlebens-Warum wartest, bis dein innerster Überlebensinstinkt aktiviert wird, dann kommst du auch nicht entsprechend voran, weil dann bleibst du immer auf diesem Überlebensniveau stehen und sitzen, dann bleibst du immer wieder auf dem Niveau, auf dem du bist, machst große Sprünge und wirst wieder auf dieses Level zurückfallen. Wenn du aber es schaffst, dir diesen Druck quasi selbst aufzuerlegen, auf eine Art und Weise, die dich pusht, weil dein Warum jeden Tag so stark und so groß ist, dass es dich pusht, dass es dich voranbringt, dass es dich motiviert, dass es dich mitreißt, dass du sagst, wow, ich kann gar nicht anders, als das jetzt zu tun, weil dazu bin ich committed, weil ich weiß, wieso ich es tue. Dann fallen plötzlich diese Auf- und Abs weg. Dann fallen diese Momente weg, wo du sagst, oh, ich brauche diesen Druck, damit ich funktioniere. Nein, dann beginnst du jeden Tag zu funktionieren. Ohne, dass du dich auspowern musst, weil der Druck so groß ist, um dann zu funktionieren, um dann wieder eine Pause zu brauchen und zu warten, bis der Druck wieder steigt. Ja? Du bist kein Dampfkessel, der diesen Druck erst aufbauen muss, damit er kurzfristig explodiert, damit du kurzfristig Gas gibst, um deine Ziele zu erreichen, um dann wieder in die Verschnaufpause zu gehen. Das ist nicht das, was wir wollen und das ist nicht das, was A, gesund ist für dich und dein Business und auch B, nicht das, was dich wirklich voranbringt. Egal, welches Ziel du dir setzt, egal wie groß, egal wie klein, schau immer, dass du ein Warum hast, das dich wirklich fasziniert, das für dich wichtig ist, mit dem du dich verbinden kannst. Und wenn du morgens aufstehst, dass dir klar ist, oh fuck, yes, genau deswegen tue ich das. Wir wissen alle nicht, wie lange wir hier sind. Ob jetzt heute unser letzter Tag ist, morgen oder erst in 37 Jahren und ein paar Tagen. Wir haben keine Ahnung davon. Aber je besser, je klarer, je intensiver du jeden Tag für dich und deine Vision lebst, umso mehr hast du einfach von deinem Leben und von dem, was du hier auf dieser Erde tun kannst. Vielleicht ist dein Warum einfach, die Welt zu bereisen oder bereisen zu können. Vielleicht ist dein Warum, die Füße in den Sand stecken zu können. Vielleicht ist dein Warum, jemanden anderen unterstützen und helfen zu können. Egal, was dein Warum ist und egal, wie egoistisch es dir vorkommt, es ist dein Warum. Es muss für niemand anderen interessant sein, es muss für dich passen. Ich nenne diese Dinge für mich meine Aligned Goals. Und gerade wenn es um Umsatzziele geht, dann sind es meine Aligned Money Goals. Dass ich wirklich weiß, wofür ich jeden einzelnen Euro Umsatz machen möchte. Was damit passiert, was es für mich bedeutet, was ich damit bewirke. Was ich damit eben auch für dich zeigen kann, das möglich ist und was du erreichen kannst. Was ich zurückgeben kann, nicht nur mir selbst, sondern eben auch anderen.
Alles ist hier für mich wirklich aufgesplittert. Denn auch meine Ziele quasi brauchen ein Zuhause, die brauchen eine Bestimmung. Ich setze kein Ziel einfach irgendwo in die Welt und sage, oh ja, cooles Ziel, na schauen wir mal, ob wir es erreichen. Ich weiß genau, warum ich es erreiche. Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag und auch Jahr für Jahr. So schau du dir deine Ziele an, der letzten Wochen, der letzten Monate. Welche davon hast du easy erreicht? Und analysier mal für dich. Wo war ein klares, starkes Warum dahinter? Und jetzt nicht nur im Businessbereich, in jedem deiner Lebensbereiche. Und welche hast du nicht erreicht und wieso? Du wirst sehen, dass es ganz, ganz viel mit deinem Warum zu tun hat. Viele meiner Ziele erreiche ich nicht beim ersten Anlauf. Manchmal auch nicht beim zweiten oder beim dritten oder beim vierten. Aber ich erreiche sie insgesamt immer, weil mein Warum einfach so klar und so stark ist, dass ich mein Ziel nicht einfach in den Wind schieße und sage, okay, gut, dann halt nächstes Ziel her, sondern ich bleibe committed für dieses Ziel. Ich bleibe hier einfach dran, weil ich weiß, warum ich es machen möchte. Am Ende des Tages bleibt uns allen einfach immer wieder diese Entscheidung, committed zu bleiben, an unser Warum zu glauben, an uns zu glauben oder uns ein neues Ziel zu stecken. Schau du dir deine Ziele an, schau zu welchen du richtig committed bist, welche sich in Alignment mit dir anfühlen, wo dein Warum stark und klar ist. Alle anderen Ziele, ganz ehrlich, hau sie aus dem Fenster, streich sie durch, vergiss sie und setz dir neue. Weil du eben weißt, dein Erfolg ist eben immer wieder eine bewusste Entscheidung. Und mit bewussten Entscheidungen deine Ziele zu setzen, ist das, was dich am schnellsten voranbringt, indem du weißt, warum du sie erreichen möchtest. Schreib du mir doch gerne ein oder zwei oder 35 deiner Warums in die Kommentare. Lass mich wissen, was für dich hier so ein bisschen aufpoppt an Erkenntnissen, an Ahas oder wo du merkst, okay, ja, wow, klar, das war es, warum ich das Ziel nicht erreicht habe und wow, das war es, warum ich dieses Ziel erreicht habe. Vielleicht bist du auch so ein bisschen diese Kesselmaschine, diese Dampfmaschine, viel Druck aufbauen und der Überzeugung zu sein, dass du nur unter Druck richtig gut funktionierst und dass du nur unter Druck richtig Gas geben kannst. Weil das ist ein wunderschöner Glaubenssatz, den du damit gerade entdeckt hast, wo du sagst, okay, und mit dem räume ich jetzt mal endgültig auf. Weil das ist es, was wir nicht brauchen. Wir brauchen nicht diesen künstlichen Druck, der unseren Überlebensinstinkt aktiviert, damit wir endlich in die Gänge kommen. Wir brauchen nur ein verdammt starkes, geiles Warum, das uns jeden Tag wieder animiert, motiviert, uns selbst in den Hintern zu treten und unser Ding durchzuziehen. Das ist es, warum wir hier sind. Ich freue mich über dein Feedback, deine Kommentare, über deine Likes und natürlich auch gerne deine Fragen zu diesem Thema. Wir sehen uns wieder in der nächsten Morgenshow. Und wenn du möchtest, dann hol dir gleich kostenlos meine 10 Erfolgsregeln für meinen Erfolg. Die Regeln, die für mich immer gelten. Und ich zeige dir auch, wie du deine eigenen Erfolgsregeln damit aufstellen kannst. Den Link dazu findest du direkt unter diesem Video. Wir sehen uns wieder. Alles Liebe. Ciao. Bis bald.